Bereits zum 31. Mal hat das bei Promis beliebte Bio- und Wellness-Resort Stangelwirt in Going am Wilden Kaiser zu seiner Weißwurstparty geladen und 2800 hochkarätige Gäste waren gekommen. Bevor Arnold Schwarzenegger, der ehemalige US-Außenminister John Kerry und viele andere bekannte Gesichter am Freitagabend ausgelassen feierten, wurde es aber erstmal sehr berührend. Denn die 2800 Promis und Gastgeberfamilie Hauser stimmten das Lied Gute Freunde kann niemand trennen, zu Ehren von Kaiser Franz Beckenbauer an. Das war die vielleicht emotionalste Eröffnung, die wir je hatten, sagte Weißwurstparty-Organisatorin und Stangelwirt-Juniorchefin Maria Hauser. Das Thema Freundschaft war der rote Faden des Abends. Zur legendären Party lädt das Luxushotel traditionell gute Freunde des Hauses ein, und so rockten dann am späten Abend The Boss Hoss gemeinsam mit ihren Kollegen Sascha, Oli P. und Andreas Gabalier einträchtig die zur Konzertarena umfunktionierte Reithalle. Klar, dass da auch einige Gäste mit auf die Bühne durften, darunter Moderator Elton, der das Schlagzeug übernahm. Die Weißwurstparty im Stangelwirt ist nicht nur die größte, sondern auch die beste Weißwurstparty der Welt, schwärmte Stammgast Arnold Schwarzenegger, der Sohn Christopher und Freundin Heather Milligan mitgebracht hatte. Er wurde auch aktiv, gemeinsam mit seinem Sohn und John Kerry dirigierte er die Bundesmusikkapelle Going. Am Abend zuvor hatte Arnold Schwarzenegger bei seiner Versteigerung mehr als 1,3 Millionen Euro für den Klimaschutz gesammelt. Wirbel gab es um eine dafür vorgesehene Luxusuhr. Wegen der Zollbeamte am Münchner Flughafen den Terminator-Schauspieler mehrere Stunden lang festgehalten hatten. Die Uhr wurde von dem österreichischen Unternehmer und Ehemann von GNTM-Siegerin Barbara Mayer, Clemens Hallmann, für 270.000 Euro ersteigert.